Regine? Schatz? 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 Scheiße. Schatz? Regine? Regine, bist du da? Schatz? Bleiben Sie doch mal ganz ruhig. Hier, wir sind in einer Waschstraße und nicht auf dem Rummel. Hier kann niemand wegkommen. Das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigung. Das ist doch nicht normal. Wer von Ihnen ist denn Herr Fetzer? Ich. Na, wir sind von der Kripo. Rietz, mein Kollege Herr Grass. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Meine Frau ist verschwunden in der Waschanlage. In der Waschanlage? Ja! Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Wann genau war das? Also 8:50 etwa. Ja, aber vorher hatten Sie mit Ihrer Frau noch einen riesigen Streit. Und das habe ich genau gesehen. Nun seien Sie mal ganz vorsichtig, ja? Was soll dieser vorwurfsvolle Ton? Warum? Es stimmt doch! Es ist doch wohl merkwürdig, dass sowas genau in Ihrer Waschanlage passiert, was oder? Heißt hier in meiner Waschanlage? Ach, muss ich jetzt mir das wollen die lassen? Herren jetzt mal bitte aufhören, ja? Ja. Dankeschön. Herr Petzner, stimmt es, dass Sie mit Ihrer Frau Streit hatten? Ja, aber es war kein Riesenstreit. Hören Sie, vielleicht war sie nur sauer und ist abgehauen. Vielleicht wollte sie ihn nur ans Auswischen. Genau. Ihre Frau ist bestimmt schon längst wieder zu Hause und wartet auf Sie. Also hier wird die Vermisstenanzeige von meiner Frau bearbeitet, oder? Ganz ruhig, Herr Petzer. Ja, wir kennen uns ja schon. Ja, wir kennen uns. Sie waren diejenige, die vor 3 Tagen meinte, meine Frau würde wieder auftauchen. Ist sie aber nicht. Oh, das tut mir leid. Haben Sie denn schon bei allen Bekannten und Verwandten angerufen? Ja, habe ich. Keiner weiß, wo sie ist. Ihr Handy ist aus. Ich habe Ihnen gleich gesagt, dass da was nicht stimmt. Aber Sie wollten ja nicht auf mich hören. Herr Petzer, nehmen Sie da erstmal Platz, bitte. Ja. Also, es ist tatsächlich so, dass Leute, die verschwinden, in der Regel auch wieder auftauchen. Da lagen meine Kollegen völlig richtig. Ja, offensichtlich nicht, wenn sie noch weg ist. Ja, aber bei erwachsenen Menschen wartet man ein paar Tage. Es ist mir scheißegal. Ich habe seit 3 Tagen kein Lebenszeichen von ihr. Ich mache mir Sorgen. Sie müssen jetzt was unternehmen. Das glaube ich Ihnen alles, Herr Petzer. Aber Sie gehen am besten erstmal nach Hause und wir melden uns, sobald es irgendwas Neues gibt. Okay? Kommen Sie, Herr Petzer. Machen Sie sich keine Sorgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tja, gut. Bei der Waschanlage gibt es Überwachungskameras. Ich schnapp mir Gerrit und dann fahren wir dahin. Okay. Sache. Ja. Also, dies sind jetzt die Bänder von Dienstagabend von vor und hinter der Waschanlage. Ja, dann legen Sie doch erstmal das Band von der Kamera vor der Waschanlage an. So. Und sehen Sie, ist das Fahrzeug jetzt gekommen? Ah, das ist der Wagen von Ihnen. Ja, sehen Sie, da steigt er noch aus dem Fahrzeug aus, obwohl das hier verboten ist. Ja, da rennt er einfach an mir vorbei und weg ist er. Okay. Und welches ist das Band von der Kamera hinter der Waschstraße? Dieses hier. Moment. So, das müsste so ungefähr die Stelle sein, wo sie wieder rauskommt. Da sehen Sie. Ja, da ist sie doch. Habe ich doch gleich gesagt. Die ist abgehauen und der Ehemann kommt hier hin und führt sie auf wie ein Irrer. Der muss sich doch gar nicht wundern, dass seine Frau auf und davon ist. Sie meinen wegen des Streits? Ja, klar, sie hätten hören müssen, wie der mit seiner Frau geredet hat. Auch wenn die Geld haben. Da haben die trotzdem kein Benehmen. Ach, die Leute sind wohlhabend. Bei dem Wagen. Und ich will Ihnen mal eins sagen. Die Frau ist einfach auf und davon. Die wollte sich einfach nicht mehr anpumpen lassen. Und ist einfach weggelaufen. Ich sag mal, arrivederci. Tja, so einfach ist das heutzutage. Wie, meine Frau ist einfach so abgehauen? Das kann doch nicht sein. Doch. Es ist so, wir haben es selbst gesehen. Wir haben übrigens auch ihren Streit gesehen. Worum ging es denn? Das war doch lächerlich.
Nicht mal der Rede wert. Dafür waren Sie aber ziemlich wütend. Ja, ich war wütend. Das aus gutem Grund. Und was war dieser Grund? Wissen Sie, Sie kennen meine Frau nicht. Die kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Da kann man die Wand hochgehen. Herr Petzer, das beantwortet doch nicht die Frage. Warum haben Sie sich gestritten? Setzen Sie sich doch bitte erstmal. Wir hatten einen Urlaubstrip in die Berge gebucht. Wir wollten auf dem Gletscher skifahren. Doch wegen Ihrer blöden Kampfsportstunden konnten wir das alles wieder abblasen. Ihre Frau nimmt Kampfsport und... Toller Schwachsinn. Das ist wieder eine von diesen Dingen, die sie sich in den Kopf gesetzt hat, weil sie davor eine Reportage im Fernsehen gesehen hatte. Und wegen dieser einen Stunde haben Sie den Urlaub abgeblasen? Nein, nicht wegen der Stunde. Sie hat sich beim Training den Knöchel verletzt, am rechten Fuß. Ja. Dann ist sie so zickig geworden, die wollte nicht mal mit zum Relaxen fahren. Ja. Verstehe. Und Sie haben sie wirklich weggehen sehen? Ja. Gut. Es handelt sich wahrscheinlich nur wieder um eine ihrer Spinnereien. Hat Ihre Frau denn sowas vorher schon mal gemacht? Also so lange war sie noch nie weg. Sie war vielleicht mal für eine Nachbar einer Freundin, aber ich hätte mir ja sonst nicht solche Sorgen gemacht. Ja. Und was meinen Sie mit einer von Ihren Spinnereien? Wenn die sich was einbildet, ja, dann will sie das eben. Die kann ja manchmal mit dem Kopf durch die Wand gehen. Aber ich liebe sie. Entschuldigung. Grüß, hallo. Alles klar, wir kommen. Alex, wir müssen los. Jetzt sofort? Warum? Ja, jetzt sofort. Ich erklär's dir gleich. Okay, ja, Entschuldigung, muss wohl was Dringendes sein. Wir finden schon raus. Wir melden uns, ja? Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Zimmer, der Hund eines Försters hat eine weibliche Leiche im Stadtwald gefunden. Die Beschreibung passt auf seine Frau. Geh mal an die frische Luft. Tja, immer wieder traurig sowas. Mhm. Aber die Frau, die wurde ja ganz schön zugerichtet. Ja, sie wurde in der Tat stark misshandelt. Sie hat einen Kieferbruch, zwei Platzwunden am Kopf und der ganze Körper ist mit Hämatomen übersät. Wahnsinn. Da muss ja jemand richtig auf sie eingedroschen haben. Mhm. Und woran ist sie letztendlich verstorben? Innere Blutung. Todeszeitpunkt lag am Mittwoch, also vor zwei Tagen, so zwischen 8 und 10 Uhr abends. Einen Tag nach ihrem Verschwinden? Mhm. Aber sie hat das nicht einfach so hingenommen, also sie hat sich kräftig gewehrt. Man sieht's hier, also hier wurde sie zum Beispiel massiv festgehalten. Oh. Ja, und gibt's Täterspuren? Ja, die Spurensicherung hat männliche DNA sichergestellt, Haare. Ja, müssen wir sofort mit der Datenbank abgleichen. Haben wir schon gemacht. Kein Eintrag. Also bringt uns das auch nicht weiter. Die Spurensicherung hat vor Ort nichts gefunden. Hatte geregnet. Naja. Also ich hätte vielleicht noch einen Hinweis. Also wenn ich mir die Wunden so anschaue, habe ich den Eindruck, sie wurden ihr mit bloßen Händen zugefügt. Das heißt also, ich glaube, der Täter hat schon gewusst, wo er hinschlägt. Vielleicht war der sogar Boxer oder Kampfsportler. Mhm. Entschuldigung? Hallo? Oh. Ja, wir waren gerade beim Training. Wollen Sie Unterricht nehmen? Ich habe Infomaterial im Nebenan. Wenn Sie vielleicht eine Viertelstunde gedulden wollen? Nein, vielen Dank. Sind Sie Tino Malente? Ja, das bin ich. Kriminalpolizei, Gras ist mein Name, ist meine Kollegin Rietz. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Polizei, ja? Dann würde ich sagen, wir beenden die Stunde jetzt. Na toll. Wir holen die Stunde nach, okay? Ja, ja, ist schon gut. Um was geht's denn? Es geht um Frau Petzer. Auch eine Schülerin von Ihnen, oder? Frau Petzer? Natürlich. Was ist mit ihr? Ja, das würden wir mit Ihnen ganz gerne alleine besprechen. Können wir das irgendwo machen? Geschlagen wurde sie? Ja. Und zwar von jemandem, der sich anscheinend mit gezielten Schlägen auskennt. Moment mal, wollen Sie etwa sagen, dass ich damit zu tun... Wie gut kannten Sie Frau Petzer eigentlich? Na, sie war eine Schülerin von mir.
So wie die Schülerin gerade nebenan? Nein, das ist was anderes. Sie war bloß eine Schülerin, zu der ich ein gutes Verhältnis hatte. Wie gut denn? Ja, nicht das, was Sie jetzt denken. Sie hat mir ab und zu ein paar Sachen aus ihrem Leben erzählt. Ich glaube, da gab es nicht allzu viele Leute, mit denen sie darüber reden konnte. Und wann war sie das letzte Mal hier bei Ihnen? Am Montag, vor 4 Tagen. Dabei hat sie sich beim Training den rechten Knöchel verletzt. Ansonsten wäre sie am Mittwoch wieder zum Training hier gewesen. Herr Malente, wären Sie bereit, eine DNA-Probe abzugeben? Natürlich freiwillig. Eine DNA-Probe? Eine Speichelprobe, ja. Na, Sie glauben wirklich, dass ich was damit zu tun haben könnte? Das ist ja reine Routine. Und es könnte ja auch von Vorteil für Sie sein. Damit können wir Sie auch als Täter ausschließen. Das können wir gleich im Anschluss machen. Aber wenn wir schon bei der Routine sind, wo waren Sie denn am Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr? Am Mittwochabend? Ja. Zu Hause. Kann das irgendjemand bestätigen? Nein, das kann niemand bestätigen. Aber Moment mal, bevor Sie mich jetzt hier noch weiter ausquetschen wollen, befassen Sie sich doch erstmal mit Ihrem Ehemann. Der Typ ist nicht ganz sauber. Und wieso? Er war vor einer Woche hier und hat hier rumgeschnüffelt. Herumgeschnüffelt? Ja, und als ich ihn dabei erwischt habe, da meinte er bloß, er sucht seine Frau. Aber in der ganzen Sache stimmte was nicht. Und wie kommen Sie darauf? Nur weil er seine Frau gesucht hat? Nein, er hat seine Frau geschlagen. Schöne, gezielte Schläge an Stellen, wo man es halt nicht sieht. Deswegen ist Frau Petzer zu mir gekommen. Einmal ist mir die Hand ausgerutscht. Das hat sie mir verziehen damals. Wie lange ist das her? 8 Monate. Damals ist meine Firma den Bach runtergegangen. Ich war nicht mehr ich selbst. Was glauben Sie, was ich mir für Vorwürfe gemacht habe deswegen? Und ist es bei dem einmal geblieben? Ja, natürlich. Es ist nie wieder passiert. Wo waren Sie letzten Mittwoch? So zwischen 20 und 22 Uhr. Ich war fix und fertig. Ich bin fast durchgedreht. Sie haben mich doch gesehen. Herr Petzer, beantworten Sie doch bitte meine Frage. Wo waren Sie zwischen 20 und 22 Uhr? Ich konnte dem Zustand nicht allein zu Hause bleiben. Zu meiner Nachbarin rüber und hab dort einen Kaffee getrunken. Sind Sie mit Ihrer Nachbarin befreundet? Man hat sich mit nachbarschaftlichen Dingen halt ausgeholfen, wie es so ist. Sich mal was ausgeborgt und unser Kontakt beschränkte sich auf guten Tag und auf Wiedersehen. Guten Tag und auf Wiedersehen. Und auf einmal sitzen Sie bei ihr zum Kaffee trinken. Ich konnte in dem Zustand nicht alleine sein. Ich war fix und fertig. Ich habe sie zufällig getroffen und hat sie mich halt zum Kaffee eingeladen. Sie hatte Mitleid. Ich war dankbar für ein bisschen Ablenkung. Sie können sie gern fragen.